In diesem Video droppen Chicken OP Items. Ob ich es damit geschafft habe, in den Nether zu kommen, seht ihr in diesem Video. Lasst doch gerne einen Kommentar da, was ich als nächstes machen soll. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, Creative Drama am Start. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Hühnchen droppen OP Items. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Chicken töte, droppt das ein random OP-Item. Und wir sind hier auch direkt neben einem sehr schönen Dorf gespawnt. Und hier müssen wir direkt auch schon mal aufpassen. Aber nee, ich denke, wir sollten nicht sterben. Ich würde sagen, wir holen jetzt hier kurz Blöcke mal und gehen dann direkt mal an das Dorf und looten das. Okay, hier ist schon das erste Haus. Und ist hier eine Kiste? Nein. Aber ich setze hier mal einen Spawnpoint. Auf jeden Fall können wir dabei auch schon mal direkt gucken, ob wir irgendwo Chicken sind. Und da unten sind auch schon die ersten Chickens. Let's go. Nice. Ich muss mir hier mal schnell irgendwo noch Holz holen. Was machst du denn hier? Dann haben wir uns direkt eine Werkbank gemacht. Machen uns eine Holzpickaxe. Und machen uns dann direkt ein Steinschwert, damit wir die Hühner töten können. So, oben angekommen. Okay, Leute. Es wird schon wieder dunkel. Okay, das erste Chicken töten wir in 3, 2, 1, go. Okay, das zweite. Pfeile. 64 Pfeile, das ist schon mal gut für später, damit wir, falls wir ins End gehen, genug Pfeile haben. Und du droppst einen OP-Bogen. Wir haben nach, keine Ahnung, 5 Minuten den ersten OP-Bogen. Okay, dann würde ich sagen, wir looten mal weiter das Dorf. Boah, wir müssen jetzt erst echt erstmal viel gucken und die ganzen Häuser finden, weil die ja alle so versteckt sind über die Berge. Okay, da ist ein Zombie. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Bett? Oh, shit. Nein. Oh mein Gott, Leute, wie schlecht. Nein. Boah, ein Glück hat einen Spawnpoint gesetzt. Boah, ich gehe lieber erstmal schlafen. Ey, das sind echt viele Mobs und wir sind direkt am Anfang gestorben. Gucken wir uns was. Oh, die Zombies sind immer noch da. Noch habe ich gegen die Zombies keine Chance. Ich muss erstmal in mein Stuff wiederkommen. Nein. Ja, verbrennt. Okay, Zombies sind verbrannt. Ja, und wir haben unseren Stuff wieder. Okay, wir sollten vielleicht mal von der Höhle hier weggehen, damit da nicht noch mehr Mobs rauskommen und uns nochmal töten. Das wäre echt schlecht. Und stimmt, wir haben ja jetzt einen Bogen, Leute. Habe ich ganz vergessen. Dann können wir die ja auch aus der Distanz. Oh mein Gott, was ist das für ein OP-Bogen? Zack, ja. Wie weit fliegt das Schaf bitte schon weg? Eigentlich können wir ja ein Pfeil behalten, weil wir haben ja Infinity. Da, an der ersten Baby-Chicken. Droppst du auch was? Da, da ist noch ein Chicken. Ja. Und das hat, glaube ich, irgendwas mit Netherite gedroppt. Ja, eine Netherite-Hoe. Let's go. Das ist sehr gut, Leute. Auch mit Max-Verzauberung. Also alle Tools, alle Rüstungen, die wir gedroppt bekommen, sind alle mit Max-Verzauberung. Ich wollte jetzt hier mir nochmal lieber die Schafe holen, damit wir uns Betten machen können. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier den Berg rauf. Okay, Leute, endlich sind wir oben. Aktiviert auch gerne die Glocke bei meinem Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und mich abonniert. Okay, aber dieses Dorf ist wirklich sehr zerstreut und die Häuser sind alle woanders. Nehmen wir auch direkt mal mit. Aber den Eisengolem würde ich schon mal noch gerne holen. Wo warst du denn? Hm, keine Ahnung, Leute. Okay. Da ist ein Skelett. Hui! Da sind Schafe, die nehme ich mal noch mit. Oder nee, brauche ich eigentlich nicht. Ein Bett kann ich mir auch schon so machen. Das mache ich jetzt direkt auch mal. Und das Bett ist am Start. Was auch noch wichtig wäre, jetzt hier so eine schöne Rüstung. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu dem Villager Outpost. Und machen uns dann weiter auf die Suche nach Chickens. Okay, da ist ein Creeper, da ist ein Skelett. Dort sind zwei ertrunkene Zombies. Ah, egal, ich habe ja den Bogen. Oh mein Gott, Leute, wie passend. Hier ist direkt ein Lavasee, wo wir uns dann direkt auch ein Portal gießen können. Ich brauche dafür jetzt nur ein bisschen Eisen und dann können wir uns einen Wassereimer machen. Boah, es macht so Spaß, mit diesem Bogen zu spielen. Dich befreie ich auch mal auf korrekt. Oh, war das knapp. Ich habe aus Versehen mein Schwert gedroppt. Und du bist frei, Kollege.
Hier ist der nächste. Zack, weg. Ja, hier sind ja gar keine mehr. Okay, und... Okay, zwei Smithing-Templates und nochmal ein paar Pfeile, die wir eigentlich eh nicht brauchen. Deswegen, wieso nehmen wir die überhaupt mit? Okay, und dann klatschen wir die noch. Ja, oder der Eisengolemann. Ist der Eisengolemann nicht auch One-Hit? Ja, stimmt, weil wir brauchen von ihm das Eisen... Ja, okay. Schaffe ich es, hier runter zu springen? Es gibt nur einen Weg, das zu testen. Ja, schaffe ich. Und das Eisen haben wir auch. Jetzt schnell was essen. Ja, jetzt sind wir auch wieder voll. Okay, dann machen wir uns schnell einen Wassereimer. Wassereimer haben wir auch. Und dann gieße ich mal schnell ein Portal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, wisst ihr, was mir gerade noch eingefallen ist? Wir brauchen auch noch ein Feuerzeug, um das Portal anzuzünden. Nein, wir haben auch keins dabei. Also müssen wir mal hier gucken, ob hier vielleicht irgendwo Kies ist. Hier ist Kies. Mache ich mir ganz schnell mal noch eine Schaufel. Okay, Schaufel haben wir auch. Okay, Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen Kies hochgeholt. Leider war noch kein Feuerstein dabei. Aber wir machen es einfach so. Oh. Ja, und da ist er. Okay, wir haben einen Feuerstein. Und damit craften wir uns jetzt direkt ein Feuerzeug. Und da ist es. Nehmen die Werkbank noch mit. Und 3, 2, 1, go. Da das Portal steht, Leute. Und dann gehe ich jetzt auch direkt mal ins Portal rein.